Also das ist hohe Qualität, fußballerisch stark. Neben ihrer Qualität scheint sie auch sehr selbstbewusst zu sein. Ich meine, Max Eberl hat direkt nach dem Spiel gesagt, der Punkt hier ist komplett in Ordnung, jetzt schlagen wir Borussia Dortmund. Also das ist natürlich in Ordnung, wenn man sich sowas wünscht, aber das sehen wir ja noch vor. Also das ist fußballerisch einmal gut, mit einem eigenen Ansatz. Grundsätzlich mal Lucien Favre hat einen eigenen Ansatz, der sich jedes Jahr mehr durchsetzt. Das ist diese Art Fußball zu spielen, viele Kontakte, viele Spieler in Bewegung. Und jetzt natürlich dadurch, dass Raphael und Kruse da die beiden Stürmer sind, die jetzt nicht die allergrößten Kanten sind, aber extrem spielstark, sehr beweglich, ist das eine Herausforderung, damit umzugehen. Man muss Gladbach anders verteidigen als andere Mannschaften. Aber genau das gedenken wir auch zu tun. Den etwas länger Verletzten geht es allen besser als letzte Woche, aber keinen davon so gut, dass er auch noch im Ansatz zur Verfügung stehen würde. Dann haben wir aber 9 Verletzten dazu bekommen, leider. Sokratis. Papa ist, hat sich hier beim Spielersatztraining, hat sich leider zwar nur kleine, aber trotzdem jetzt ausreichend schlimme Adduktorenzerrung zugezogen, die ihn morgen, das bedeutet, er steht morgen nicht zur Verfügung. Es ist so, dass ich jetzt nicht gedacht habe, super, als man es mir gesagt hat, aber das Einzige, was wir tatsächlich jetzt im Moment dazu sagen können, ist, dass wir die Urteilsbegründung beantragt haben. Und das einfach mal durchlesen und dann werden wir feststellen. Also wenn man das, was ich da gemacht habe, macht, ja, dann begibt man sich in die Hände anderer Leute, die in dem Fall von Richtern, nicht so angenehm, aber ist so. Und dann geht es nicht darum, dass ich das irgendwie werte.